verhangener 20. Januar 2001. Vor dem Kapitol in Washington wird der 43. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. George Walker Bush. I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Ein Beschluss des obersten Bundesgerichtshofes hat ihm den Weg ins Weiße Haus freigemacht. Vier der fünf Richter erklärten ihn zum Wahlsieger. So help me God. So help me God. Congratulations. Der Tag, ein Höhepunkt in den Annalen der Bush-Dynastie. Zum zweiten Mal übernimmt ein Bush das Amt des mächtigsten Mannes der Welt. Nach dem Vater, nach George Bush, während dessen Regierungszeit der erste Golfkrieg geführt wurde, ist es nun der älteste Sohn. Mit ihm, so gelobt er, werden Ehre, Würde und Integrität ins Weiße Haus zurückkehren. Wenige Stunden später, als er die Ernennungsurkunden der neuen Regierungsmannschaft unterzeichnet, wird deutlich, mit George W., mit George W. Bush ziehen Männer und Frauen ins Zentrum der Macht, die vor allem eins gemeinsam haben. Ihre enge Verbundenheit mit der Öl- und Energieindustrie Amerikas. Pumpen und Bohrtürme beherrschen das Bild der Landschaft bis zum fernen Horizont. In der Luft der Gestank von Erdöl. Die ihr Leben mögen ihn. Es ist der Geruch von Geld, sagen sie. Hier dreht sich alles ums Öl, um das schwarze Gold, das unter der Steppe in der Tiefe lagert. Wir sind im Permian Basin, einer trostlosen Ebene im Herzen von Texas. Neben Alaska das größte Erdölfördergebiet auf amerikanischem Boden. Erdöl, vor 80 Jahren entdeckt, verwandelte die Region in ein Dorado amerikanischer Abenteurer und Unternehmer. Der wilde Westen der Öl-Cowboys, ihre Metropole Midland. Hier wuchs George W. Bush auf. In der Stadt, in der allein der Himmel die Grenze ist, wie das Schild an der Ortseinfahrt verkündet. In einer Ruhmeshalle, die Ahnengalerie der Großen und Erfolgreichen im Ölgeschäft, der Gründer, Väter und Ölbarone. Unter ihnen der Vertreter der Bush-Dynastie, der Midland seine erste Million im Ölgeschäft machte, bevor er Präsident wurde. Bush Senior. Die Bush-Familie. In Midland gehört sie dazu wie das Erdöl. Auch wenn George W. Bush nur noch selten zu Besuch kommt und an dem großen Ereignis der letzten Ölmesse nicht teilnehmen konnte, hier sind die treuesten Anhänger des 43. Präsidenten der USA. Kritik an der Regierung wird man nicht hören. Einmütig ist die Weltsicht der alten Roughnecks, der raubeinigen texanischen Unternehmer und Politiker, Multimillionäre die meisten. Was gut ist fürs Geschäft, so ihr Motto, ist gut für Amerika und damit auch gut für den Rest der Welt. Öl hat sie reich gemacht und selbstbewusst. Nicht von ungefähr ist der Sitz der texanischen Regierung größer und höher ausgefallen als das Kapitol im fernen Washington. Hier war George W. Bush Hausherr, bevor er ins Weiße Haus einzog. Mit der Wahl zum Gouverneur von Texas betrat er die politische Bühne und geriet zugleich auch in das Blickfeld der Medien. Texanische Reporter waren die ersten, die sich für Bushdale, wie sie ihn nannten, für Bush Junior zu interessieren begannen und sich auf seine Spur setzten, auf der Suche nach dunklen Flecken in seiner Karriere.
Einer von ihnen, der Journalist Lou Dubose. Sein Buch über den Gouverneur Bush wurde ein Bestseller. Seine Recherchen sind nicht abgeschlossen und seitdem Bush Präsident ist, sind sie, so Lou Dubose, noch notwendiger geworden. Andere Journalisten und Anwälte haben sich angeschlossen und was sie bisher aufdeckten, ergibt ein erstaunliches Bild des mächtigsten Mannes der Welt. George Bush has lived in a very circumscribed world. George Bush kommt aus der Welt der Großkonzerne und ihrer Interessen. Das sind die Leute, mit denen er kommuniziert. In seinem Kabinett sind mehr Wirtschaftskapitäne denn je zuvor, darunter mehrere aus der Ölindustrie. Auf die hört er. So werden in Texas Geschäfte gemacht. Geschäfte und Politik sind seit jeher in Texas eng miteinander verbunden. Da werden Gelder, da wird alles zur Verfügung gestellt, was ein Politiker braucht, um sich wählen zu lassen. Und wenn er im Amt ist, kommen die Forderungen. Dann wird abgerechnet. Es kommt darauf an, wie man gekauft definiert. Wenn ein Kandidat von einer Interessengruppe Spendengelder erhält und wenn er nach seiner Wahl im Amt das tut, was die Spender von ihm erwarten, wenn man diese Definition nimmt, dann kann man eindeutig sagen, George W. Bush wurde gekauft. Das beste Beispiel dafür liefert die Energieindustrie. Er ist der, der er immer war. Ideal für jeden Industrieboss. Jeder noch so wilde Traum wird wahr, wenn man nur Geld in die politischen Taschen von Bush stopft. Für die Journalistin Alexandra Robbins begann die besondere Karriere des George W. Bush bereits an der Universität Yale. Robbins, selbst Absolventin der amerikanischen Eliteschmiede, gelang es, Männer zum Reden zu bringen, die bisher geschwiegen hatten. Mitglieder des Geheimbundes Skull and Bones, der Totenköpfe. Ihr Tempel und Treffpunkt, die Gruft auf dem Gelände der Universität. Ein Bund, dessen Türen sich nur wenigen Auserwählten öffnen. George W. Bush gehört dazu. Das eigentliche Geheimnis der Gruft ist die Tatsache, dass in Amerika noch immer Geheimbünde existieren und sie über erhebliche Macht verfügen und viele Amerikaner nichts darüber wissen. Ursprünglich waren es ausschließlich weiße und protestantische Männer aus reichen und angesehenen Familien, die aufgenommen wurden. Wie Bush, Bundy, Rockefeller oder Taft. Jetzt sind es Yale-Studenten, von denen der Orden erwartet, dass sie im Leben erfolgreich sein und die Tradition der Skull and Bones fortsetzen werden. Aller jener illustren Totenköpfe, die sich der Mitgliedschaft bereits als würdig erwiesen haben. Yale, eine der klassischen Bildungsstätten der amerikanischen Elite und Geldaristokratie. Der Geheimbund, die Elite innerhalb der Elite. Eine verschworene Zweckgemeinschaft der Reichen und Einflussreichen. Ihr Credo, jeder hilft jedem auf dem Weg zum Erfolg. Für den Studenten George W. Bush öffneten sich die Türen, weil er Bush hieß. Damit war er aufgenommen in ein Netzwerk von Freundschaften und Verbindungen, das sich bis heute bewährt hat. Wie schon bei seinem Vater, der 1948 Mitglied des Ordens geworden war. Der Junior folgte ihm 20 Jahre später. George W. Bush ist das klassische Beispiel für jemanden, der sich der Macht der Totenköpfe bedient hat. Es war ein Totenkopfmitglied, das ihm den ersten Job verschaffte. Die Totenköpfe gaben ihm Geld für den Wahlkampf, vermittelten Verbindungen, öffneten Türen. Als Präsident bleibt er der Tradition treu. Jetzt hieft er andere Mitglieder in wichtige Positionen. Eine der ersten Veranstaltungen nach seiner Amtseinführung im Weißen Haus war ein Treffen der Totenkopfkameraden seines Jahrgangs. Kurz darauf erhielten Ordensmitglieder Posten im Justizministerium, im Amt für Innere Sicherheit, als Botschafter, als Vertreter des Pentagon in Europa. Die
Der erste Job, den ihm der Totenkopf-Ordensbruder vermittelt, führt George W. Bush dorthin zurück, wo er aufgewachsen war, nach Midland, Texas. Hier folgt er dem Beispiel seines Vaters und versucht sich im Ölgewerbe. Das war 1975. Eine Zeit der Aufbruchsstimmung. Texas, der wilde Westen der Ölboys. Wer irgendwie das nötige Kapital auftreiben konnte, investierte es in Bohrlizenzen und in Bohrgerät. Der Rohölpreis war damals durch ein arabisches Ölembargo auf $30 pro Barrel hochgeschnellt. Das Geschäft boomte. Jeder hoffte auf seinen Anteil. Auch Bush Junior. Er gründete eine eigene Bohrgesellschaft, Arbusto Energy. Arbusto, Spanisch für Bush. Doch der Erfolg bleibt aus. Das Unternehmen gerät in die roten Zahlen. Statt Öl entdeckt Bush Junior ein anderes Talent, das er in Zukunft zur Perfektion entwickeln soll. Die Fähigkeit, Gönner und Kapital aufzutreiben. Als Geschäftsführer taugte George nicht viel. Er war die Galionsfigur. Bei Arbusto reichte das nicht, um die Firma zu retten. Ein Verein aus Cincinnati hilft ihm aus der Patsche. Dann folgt eine zweite Ölgesellschaft. Auch die geht unter Georges Führung den Bach runter. Geldgeber aus New York tauchen auf, die Firma Haken. Diesmal lässt man ihn wenigstens nicht ans Ruder. Er kommt in den Vorstand mit $100.000 Jahresgehalt. Und er sitzt im Revisionsausschuss von Haken. Trotzdem behauptet er später, nichts von dem drohenden Bankrott der Firma gewusst zu haben, als er sein Aktienpaket verkaufte. Entweder ist er inkompetent oder ein Lügner. He was on the audit committee. He was not just a member of the board of directors. So either one is incompetent or two he's lying. Der Verdacht, dass Bush Junior Gewinne mit Insidergeschäften machte, damals, als er versuchte, sich im Ölgeschäft zu etablieren, ist wieder aktuell für Journalisten und Anwälte. In der Ruhmeshalle von Midland, der Schreibtisch des Jungunternehmers Bush und Erinnerungen daran, wie er schließlich den Durchbruch schaffte und die ersten Millionen. Der Bau eines Superstadions für die Texas Rangers brachte die Wende. Die Ranger, eine Baseballmannschaft, an der Bush Junior Anteile erworben hatte. Es wurde ein glänzendes Geschäft. Der Wert der Aktien vervielfachte sich, doch finanziert wurde der Bau aus Steuergeldern. Dafür hatten die Eigner gesorgt. Über den Gewinn hinaus erhoffte sich George W. Bush über die Texas Rangers Popularität. Er hatte sich entschlossen, vom Ölgeschäft in die Politik zu wechseln. Das Geschäft mit den Rangers machte Bush reich. Ein Geschäft, das beispielhaft ist für Bush. Kapitalismus unter Kumpeln. Er investierte um die $600.000 und machte einen Gewinn von 15 Millionen. Weil er davon profitierte, dass die Regierung für den Bau des Stadions Land enteignete. Er, der während seines Gouverneurwahlkampfes immer wieder versprochen hatte, sich für private Eigentumsrechte einzusetzen. Trotzdem machten die Besitzer der Rangers, einschließlich Bush, vom Enteignungsrecht des Staates Gebrauch, um Land für ihre privaten Geschäfte in Besitz zu nehmen. Aber daran war nichts illegal. Es war mehr eine Frage von Moral. Illegal war das nicht. Andere Vereine haben das Gleiche gemacht. Aber keiner von denen hat für das Amt des US-Präsidenten kandidiert. George W. Bush erreicht das gesetzte Ziel. Er wird Gouverneur des Staates Texas. I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the duties of office of governor of the state of Texas. Mit dem neuen Hausherrn öffnen sich die Türen des Amtes, weiter als bisher für Lobbyisten. Vor allem aber für die Interessenvertreter der Öl- und Energieindustrie. Der Kongress tagt hier alle 2 Jahre. 150 Mitglieder, 31 davon im Senat. Das eigentliche Zentrum der Macht aber, wo Politik gemacht wird, das ist die Lobby. An den 140 Tagen, an denen das Abgeordnetenhaus zusammentritt, geben rund 1.500 Lobbyisten etwa $200 Millionen aus, um Politik für Texas zu machen.
Die jährliche Aufwandsentschädigung für einen Abgeordneten beträgt $7,200. And the real money and power lies with the lobby. Eine gesetzliche Einschränkung gibt es allerdings. Heute ist es den Spendern nicht mehr gestattet, Spendengelder schon während der Sitzungen zu überreichen. Schuld daran ein texanischer Großunternehmer der Hähnchenbranche. Geld kauft auch im Senat Einfluss. 1989 spazierte hier Lonnie Pilgrim herein, der Besitzer eines Geflügelunternehmens, und betrieb ein bisschen Lobbying auf seine Weise. Er verteilte Schecks über $10,000 an die Senatoren, die über ein Gesetz zur Arbeitnehmerversicherung berieten. Die Senatoren steckten die Schecks ein. Das Gesetz wurde im Sinne Pilgrims verabschiedet. Houston, die Wirtschaftsmetropole des Bundesstaates Texas. Im Zentrum, auf nicht viel mehr als einem Quadratkilometer konzentriert, die Schaltzentralen der größten Energieunternehmen der USA. Die Big Spender, die wichtigsten Spendengeber des texanischen Gouverneurs George W. Bush. Das da drüben ist das Enron-Hochhaus. Enron gab George W. Bush $750,000 für den Präsidentschaftswahlkampf. Und sie stellten ihm Firmenflugzeuge zur Verfügung. Dort ist Dynegy. Sie gaben $300,000. El Paso, eine Dreiviertelmillion Dollar. Another energy company, a big spender that gave $750,000 to the Bush campaign. Reliant, $600,000. Auch sie stellten Firmenflugzeuge. $600,000 to the Bush campaign, and also provided the Bush campaign the use of its corporate aircraft. Insgesamt, so recherchierten amerikanische Reporter, spendeten die Energieunternehmen $50 Millionen für Bushs Wahlkampf, eine Summe, die alle Rekorde übertraf. Die Unternehmen wollten freie Hand haben und sicherstellen, dass weder die Bundes- noch die Landesregierung ihnen bei ihren Geschäften in die Quere kommen konnte. Enron erkannte, dass es sich lohnt, groß an Politiker zu spenden, damit die Regierung auf keinen Fall ihre Geschäfte behindert. Nur wenige Kilometer vom Geschäftszentrum Houstons entfernt am Golf von Mexiko, das Herz der amerikanischen Petrochemie. Wir fliegen hier den Schiffskanal entlang. Das da unten ist die größte Konzentration von Raffinerien in Amerika. Texas ist Nummer eins in den USA, was Ölraffinerien betrifft. Aber auch Nummer eins, wenn es um Luft- und Wasserverschmutzung geht. Und das ist nicht zuletzt auf die Politik des einstigen Gouverneurs George W. Bush zurückzuführen. George W. Bush hatte den Unternehmen Entgegenkommen bewiesen, bevor sie seinen Wahlkampf mitfinanzierten. Als den ältesten Raffinerien gesetzliche Grenzwerte für Schadstoffemissionen drohten, hatte er interveniert und erreicht, dass ein Entwurf der Unternehmen angenommen wurde, der eine freiwillige Selbstkontrolle vorsah. Ein Gesetz, das von Bush als richtungsweisend für die USA gepriesen wurde, tatsächlich aber nichts bewirkte. Es war ein Geschenk an die Industrie, das dazu beitrug, Bush ins Amt zu bringen. Vergebens hatten George W. Bushs Gegner während des Wahlkampfes versucht, Amerikas Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, wen sie mit Bush Junior ins Weiße Haus wählen würden. Besonders drastisch der Versuch eines anderen republikanischen Kandidaten. Wenn Bush in Washington Einzug halten sollte, dann kommt das einer Versteigerung des Weißen Hauses an den Meistbietenden gleich. So die Botschaft seines Wahlkampfspots. Just in, the Iowa caucuses have been canceled. An auction is underway on the White House lawn. 25, now 30, now 35, now 40 million bid here, now 45, now 50. 50 million bid, 45, now 25, now 30, now 35, now 40 million bid here, now 45, now 50. Zuschlag für den Texaner mit dem meisten Geld. With the most cash. Voted for $50 million. Bei der Unterzeichnung der Ernennungsurkunden gibt es keine Zweifel.
Im neuen Kabinett dominieren Ex-Bosse der Öl- und Energieindustrie und die Millionäre. Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice, vorher im Aufsichtsrat von Chevron. Vizepräsident Dick Cheney, Ex-Boss des Ölmultis Halliburton. Handelsminister Donald Evans, Ex-Präsident der Erdölgesellschaft Tom Brown. Mit 253 Millionen der reichste Finanzminister Paul O'Neill, Ex-Chef des größten Aluminiumherstellers der Welt. Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, Ex-Vorstandsvorsitzender der General Instrument Corporation. Der Chefökonom im Weißen Haus, Lawrence Lindsay, vorher Berater von Enron. Der Handelsbeauftragte Robert Zollick, vorher Berater von Enron. Knapp ein Jahr später gerät Enron in die Strudel eines Finanzskandals. Der Energiegigant, bis dahin auf Platz 7 der Rangliste der größten Unternehmen der USA, muss Bankrott anmelden. Enron-Boss Kenneth Lay, der großzügigste Spender der Bush-Dynastie, wird der Bilanzfälschung beschuldigt. Vor einem Untersuchungsausschuss hüllt er sich in Schweigen. Doch die Beweise sind eindeutig. Millionen Verluste des Unternehmens wurden unter seiner Geschäftsführung als Gewinne verbucht. Es ist ein Finanzskandal, dessen Erschütterungen über die Grenzen Amerikas hinaus spürbar werden. Millionen von Anlegern verlieren ihre Ersparnisse. Weltweit gehen Aktienkurse auf Talfahrt. Das Vertrauen in Amerikas Wirtschaft, in Glaubwürdigkeit und Fähigkeit der Wirtschaftsbosse ist nachhaltig erschüttert. Es dauert nicht lange, bis bekannt wird, dass die besondere Art der Bilanzführung nicht nur von Enron praktiziert wurde. Andere Großunternehmen geraten in den Strudel. An der Wall Street macht sich Panikstimmung breit. We've learned of some business leaders obstructing justice. George W. Bush sieht sich gezwungen zu reagieren. Vor Wirtschaftsbossen in New York verspricht er, hart durchzugreifen. Business executives breaching the trust and abusing power. Er verurteilt die, wie er sagt, Exzesse in den Vorstandsetagen und den Missbrauch von Macht, der das finanzielle Wohlergehen von Millionen Menschen bedrohe. Amerika brauche Wirtschaftslenker, die unterscheiden können zwischen Ehrgeiz und Gier. Amerikas Wirtschaft brauche Männer und Frauen mit Charakter. In the long run, there is no capitalism without conscience. There is no wealth without character. And so again today I'm calling for a new ethic. Auf lange Sicht gesehen wird es keinen Kapitalismus ohne Gewissen geben, keinen Wohlstand ohne Anstand. Deshalb fordere ich eine neue Ethik in der Geschäftswelt. Meine Regierung wird alles tun, was in ihrer Macht steht, um hart durchzugreifen gegen Firmen, die Bilanzen fälschen, die Wahrheit verschleiern und Gesetze brechen. Deshalb berufe ich heute eine Einsatzgruppe gegen Wirtschaftskriminalität ein. Ihre Aufgabe: Bilanzfälschungen und kriminelle Aktivitäten aufzudecken. Mit dieser Rede begibt sich George W. Bush auf riskantes Terrain. Er prangert Geschäftsgebaren an, die er in der Vergangenheit selbst praktizierte, als Unternehmer in Texas. Jetzt fordert er: Wenn ein führender Angestellter des Betruges überführt wird, muss er bestraft werden. Ein Rücktritt allein reicht nicht aus. Resignation is not enough. Nicht allzu weit vom Weißen Haus in Washington entfernt, die Büroräume von Public Integrity. Eine unabhängige, von unterschiedlichen Stiftungen finanzierte Institution, die sich dem investigativen Journalismus verpflichtet hat. Das Ziel der Journalisten und Rechercheure,
überall da genauer nachzuschauen, wo sie Ethik und Moral in Amerikas Politik verletzt glauben. Ihre letzte große Dokumentation, wie der Präsident im Jahre 2000 gekauft wurde. Jetzt sind sie erneut auf Spurensuche. George W. Bush verkaufte Aktien über 800.000 Dollar, als intern bereits bekannt war, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten war. Und Bush saß im Revisionsausschuss. Nach dem Aktienverkauf gibt die Firma einen Verlust von 23 Millionen an, was den Aktienkurs drastisch nach unten drückte. Normale Aktionäre waren davon erheblich betroffen. Ein Insidergeschäft getätigt von Bush Junior, als er noch im Vorstand der Ölfirma Harken saß, wie Unterlagen von Public Integrity belegen. Ein für Aktiengeschäfte zuständiger Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hatte die US-Börsenaufsicht auf die Transaktionen des Vorstandsmitgliedes namens George W. Bush aufmerksam gemacht und eine Untersuchung gefordert. Das war 1992. Nach der Bush-Rede in New York ist das Thema wieder aktuell. Auf einer Pressekonferenz sieht sich der Präsident unerwartet damit konfrontiert. Akzeptieren Sie den Vorwurf, dass Sie den Aktienverkauf mit einer Verspätung von 8 Monaten meldeten? Hier geht es doch um ein politisches Spiel. Die Demokraten wollen mich wegen Harken angreifen. Das ist nicht neu. Das geschah 1994. 98, weiß ich nicht. Und wieder 2000. Das ist doch aufgewärmtes Zeug. Die Frage war, warum wurde das Meldeformular 8 Monate zu spät eingereicht? Wissen Sie, das wichtigste Dokument war die Verkaufsabsichtserklärung. Ich nehme an, Sie haben eine Kopie. Sonst kann ich Ihnen gerne eine besorgen. Was die Frage der Verspätung betrifft, das habe ich noch nicht restlos geklärt. In der Welt der Wirtschaftsbilanzen ist nicht alles immer nur schwarz und weiß. Wieso wussten Sie als Mitglied des Revisionsausschusses nichts von den Finanzproblemen? Weil die erst bekannt wurden, nachdem ich die Aktien verkauft hatte. Das ist von der Börsenaufsicht ausführlich untersucht worden. Der Abschlussbericht, den Sie sicher gesehen haben, sonst kann ich Ihnen auch gerne eine Kopie besorgen, sah keinen Anlass für weitere Ermittlungen. Dokumente, die Public Integrity vorliegen, beweisen das Gegenteil. George W. Bush muss zu dem Zeitpunkt, als er sein Aktienpaket absetzte, sehr wohl bekannt gewesen sein, dass das Unternehmen sich in einer finanziellen Notlage befand. So ist in einem internen Schreiben der Geschäftsführung an alle Direktoren des Unternehmens die Rede davon, dass Harken Schwierigkeiten hat, Schulden abzutragen und dass es ein erhebliches Liquiditätsproblem gibt. Eines von mehreren Dokumenten, das auch der Börsenaufsicht hätte bekannt sein müssen. Als die Börsenaufsicht, die SEC, die Sache untersuchte, setzte sich das Gremium aus Leuten zusammen, die von Bushs Vater ernannt worden waren. Er war damals Präsident. Der Direktor der SEC war der Anwalt von George W. Bush bei dem Deal mit den Texas Rangers. Da ist die Frage angebracht, wie gründlich die Untersuchung war. Bush selbst wurde nicht einmal angehört. Gefährlicher für Bush könnte eine zweite Frage sein, auf die Journalisten und inzwischen auch Anwälte Antwort suchen. Wie eng waren die Beziehungen zu Enron-Boss Kenneth Lay? Hatte Lay Einfluss auf politische Entscheidungen des Weißen Hauses und vorher auf die des Gouverneurs von Texas, George W. Bush? Nach dem Sturz von Enron war George W. Bush auf Distanz zu Kenneth Lay gegangen. Es habe keine besonderen Beziehungen gegeben, hieß es offiziell. Der Schriftwechsel zwischen Bush und Lay vermittelt ein anderes Bild. Da gratuliert der Gouverneur dem lieben Ken zum Geburtstag. 55 Jahre, wow, das ist wirklich alt. Und der junge Freund George bestätigt, dass er die Freundschaft mit Ken überaus schätze. Und Enron-Chef Kenneth Lay bedankt sich bei dem lieben George für ein
einfühlsames Weihnachtsgeschenk. Handschriftlich fügt er hinzu: George und Laura, wir sind so stolz auf euch beide und wir freuen uns, euch im Weißen Haus zu sehen. Gezeichnet Ken. Doch es werden nicht nur Höflichkeiten ausgetauscht. In einem anderen Schreiben wird deutlich, dass der liebe Ken gelegentlich auch handfeste Forderungen an den lieben George hat. Als es um die Beratung einer Gesetzesvorlage im Kongress geht, die für Enron von besonderem Interesse ist, wird George höflich, aber unmissverständlich aufgefordert, sich einzusetzen. Forderungen gibt es auch, als George W. Bush Präsident ist und Enron mit einem Großprojekt in Indien in Schwierigkeiten gerät. Enron hatte 3 Milliarden Dollar in den Bau eines Kraftwerkes in Indien investiert. Anfang 2001 stellte die indische Regierung die Zahlungen für die Stromlieferungen ein. Daraufhin bat Enron die Bush-Regierung um Hilfe. Was dann geschah, war ein bis dahin beispielloser Vorgang. Die Bush-Regierung setzte den Nationalen Sicherheitsrat ein. Ein Gremium also, das normalerweise Kriegsstrategien erarbeitet. Der Sicherheitsrat wurde zur Schaltstelle zwischen Enron und der indischen Regierung. The National Security Council became the point person, or the point of contact with Enron in dealing with the Indian government. The National Security Council briefed the Vice. Der Sicherheitsrat unterrichtete den Vizepräsidenten, organisierte Besprechungen mit hochrangigen indischen Beamten. Sie machten letztlich Lobbyarbeit für Enron. Also die einzige noch verbleibende Supermacht setzt sich bei der indischen Regierung für einen US-Konzern ein, der zufällig die Karriere von George W. Bush am großzügigsten mit Spendengeldern unterstützt hat. Darüber hinaus gelang dem Enron-Chef auch in Washington, was ihm bereits bei dem Gouverneur Bush in Texas gelungen war: Einfluss zu nehmen auf die Energiepolitik. Lieber George, heißt es in diesem Schreiben, Enron sieht der weiteren Zusammenarbeit in dieser wichtigen Sache mit dir entgegen. Gemeint ist das Thema Energie. Und am Schluss, ruf mich jederzeit an, falls ich irgendwie behilflich sein kann. Der Anruf kommt. Nicht von Präsident Bush, aber vom Vizepräsidenten. When Bush came into office, California was going through a lot of spasms with its electricity supply. Als Bush ins Weiße Haus kam, erlebte Kalifornien gerade eine schwere Krise in der Stromversorgung. Anlass für die Regierung, eine neue Energiepolitik auszuarbeiten. So Dick Cheney was appointed to begin looking into all of this and to provide a national energy plan. Der Auftrag ging an eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Vizepräsident Dick Cheney. Und Cheney setzte sich privat mit Kenneth Lay und anderen Lobbyisten von Enron zusammen. Enron hatte ein erstaunliches Maß an Mitspracherecht und Einfluss bei der Erarbeitung der neuen nationalen Energiepolitik. Bush's political guy, Karl Rove. Enron had extraordinary access to and extraordinary input on the writing of this document. Schauen Sie sich den neuen Energieplan an. Ein Kongressmitglied nahm ihn unter die Lupe und stellte fest, dass er allein 20 Punkte enthält, die entweder Enron allein oder ähnlichen Konzernen Vorteile verschafften. Ausgerechnet der Plan, der die Energiepolitik der USA für die nächsten 20 Jahre festlegen soll. Ich denke, das spricht für sich. That, you know, is supposed to be the energy policy for the next 20 years of the United States. I mean, I think that speaks for itself. I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office on which I am about to enter. So help me God. Dick Cheney, der Vizepräsident. Vor seiner Amtseinführung saß er in der Vorstandsetage eines Ölunternehmens. Und als Vorstandschef gehörte er zu den Spendern für George Bushs Präsidentschaftswahlkampf. Auch wenn die Beträge sich neben denen von Enron-Chef Kenneth Lay recht bescheiden ausnehmen. Den Drehtüreffekt nennen es Insider in Washington. Den Wechsel von der politischen Bühne in die Vorstandsetagen von Großunternehmen und umgekehrt. Dick Cheney, ein Paradebeispiel. Vom Verteidigungsminister unter Bush Senior war er in die Unternehmensführung von Halliburton gewechselt und von da wieder zurück ins Amt des Vizepräsidenten unter Bush Junior, um schätzungsweise 110 Millionen Dollar reicher. Gelohnt hat es sich auch für Halliburton.
Aus dem bis dahin relativ kleinen Unternehmen wurde mit dem Ex-Verteidigungsminister an der Spitze ein Multi mit besten Verbindungen. Zurzeit wird gegen Halliburton ermittelt, wegen Bilanzfälschungen unter Cheneys Geschäftsführung. Der Vizepräsident weigert sich, Stellung zu nehmen. Gesprächiger war er kurz nach seiner Nominierung zum Vizepräsidenten. From ABC News, GOP Vice Presidential Candidate Dick Cheney. Ich führte Halliburton, ich bin stolz darauf. Halliburton ist die amerikanische Erfolgsgeschichte. Ein kleines Unternehmen vor 80 Jahren mit 4 Mitarbeitern. Heute sind es 100.000 in 120 Ländern. Ein führender Konzern auf dem weltweiten Energie- und Anlagenbausektor. Mit Dick Cheney an der Spitze öffneten sich Halliburton alle Türen in Saudi-Arabien. Dick Cheney, der Mann, der als einer der Architekten des ersten Golfkriegs galt und der als Vertreter der US-Regierung damals mit diesen Leuten verhandelt hatte. Jetzt traf er sich mit ihnen als Vertreter privater Interessen. Er verschaffte Halliburton Aufträge in Saudi-Arabien und im ganzen Mittleren Osten. And throughout the Middle East, and suddenly Halliburton became an international company, largely through Cheney's old contacts. Jetzt steht Cheney im Verdacht, vor dem Sturz von Enron Unternehmenschef Kenneth Lay die Möglichkeit geboten zu haben, Amerikas neue Energiepolitik mitzubestimmen. Ein Verdacht, für den sich inzwischen auch Anwälte interessieren. Wir müssen die Beziehungen zwischen Regierung und Energiekonzernen unter die Lupe nehmen, um festzustellen, ob unsere Energiepolitik zugunsten solcher Unternehmen ausgerichtet wurde, die große Spenden geleistet haben. Das ist auch wichtig, weil wir einen Krieg gegen den Terrorismus führen. Sind gewisse Länder im Mittleren Osten ausgenommen, weil sie Geschäfte mit amerikanischen Ölmultis machen? Wer hat an Dick Cheneys Planungsrunde teilgenommen, auf der die neue Energiepolitik erarbeitet wurde? Waren es ausschließlich Vertreter der Industrie? Der US-Bundesrechnungshof forderte den Vizepräsidenten auf, die Sitzungsprotokolle herauszugeben. Doch vergebens. Cheney weigert sich. Ein bisher einmaliger Vorgang. Auch wir sind, wie der Bundesrechnungshof, auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Von oben hat man zu verstehen gegeben, wir sind die Regierung, wir sind die Elite. Doch der Zugang zu Information macht die Stärke unseres Landes aus. Er ermöglicht den Bürgern, selbstständige Entscheidungen zu treffen, Änderungen zu fordern. Und daher ist es äußerst riskant, wenn die Regierung klammheimlich handelt. And if the government does things in the dark, in a very secret way, that's a very dangerous situation. Auch Dick Cheneys Vergangenheit ist nun in den Blickpunkt der Journalisten gerückt. Und auch da gab es Erstaunliches. Hat Halliburton unter Cheney Geschäfte mit dem Irak gemacht? Nein. Mein Grundsatz war keine Geschäfte mit dem Irak. Halliburton hat Geschäfte mit Iran und Libyen gemacht über ausländische Tochtergesellschaften. So umgeht man das Gesetz? Nein, solche Fälle sind im Gesetz vorgesehen. Beim Irak sieht das anders aus. Wir haben im Irak keine Geschäfte gemacht. Das war mein Grundsatz. Eine Aussage, die der Vizepräsident später korrigieren muss. Halliburton, so stellt sich heraus, hat in der Tat Geschäfte mit dem Irak gemacht. Über Tochtergesellschaften wurden Ölförderausrüstung und Ersatzteile im Wert von 73 Millionen Dollar nach Bagdad geliefert. Halliburton, so das Urteil von Branchenkennern, würde auch Geschäfte mit dem Teufel machen, solange sie nur Gewinn bringen. Seitdem Cheney wieder auf der anderen Seite der Drehtür in Washington ist, gibt es neue Aufgaben für Halliburton. Branchenunübliche Verträge mit dem Pentagon sichern dem Unternehmen lukrative Aufträge für die Logistik der US-Truppen weltweit. Als Cheney Geschäftsführer von Halliburton wurde, verhandelten das US-Justizministerium und Halliburton gerade über eine außergerichtliche Einigung. Es ging um den Vorwurf, Halliburton mache Geschäfte mit dem Terrorstaat Libyen, was nach amerikanischem Gesetz verboten ist.
Halliburton wurde dieses Vergehens überführt. Das lässt die Vermutung zu, dass die Firma Halliburton nicht unbedingt immer legal handelte oder handelt. Es ist schwer für mich zu verstehen, warum Vizepräsident Cheney sich mit einem solchen Unternehmen assoziiert, zumal er jetzt ein paar Jahre später Krieg gegen den Terrorismus führt. Wir untersuchen gerade die Vorwürfe, dass Vizepräsident Cheney, als er Chef von Halliburton war, die finanzielle Lage des Unternehmens schönfärbte, indem er die Bilanzierungsmethoden, also die Gewinn- und Verlustrechnung, entsprechend änderte. Im Auftrag der Aktionäre von Halliburton haben wir eine Klage gegen Vizepräsident Cheney und andere Vorstandsmitglieder eingereicht, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Denn wie kann die Bush-Regierung sich hinstellen und sagen, dass sie gegen Wirtschaftskriminalität vorgehen will, wenn sie selbst nicht bereit ist, Ermittlungen gegen den Vizepräsidenten einzuleiten? Because how can this Bush administration claim that it wants to clean up corporate fraud when its own vice president is not investigated by the administration, by its Justice Department? In der Abgeschiedenheit von Connecticut, das Refugium eines Mannes, der Washington enttäuscht den Rücken kehrte. Ein renommierter Kommentator, ein Mann, der zum Beraterstab republikanischer Präsidenten gehörte, Bestsellerautor Kevin Phillips. Sein Urteil? Amerika droht zur Plutokratie zu werden, ein Land, in dem das Geld regiert. So etwas hatten wir kurz schon einmal. Das war die Zeit der großen Gummi-, Eisenbahn-, Stahl- und Ölbarone. Und nun kommt es wieder. Es ist schon bemerkenswert, wie sich Wahlkampfspenden, Großkapital und Gesetzgebung vermischen. Der Einfluss von Geld in der Politik hat zugenommen. Unter George W. Bush sind Geld und Macht in Washington noch enger miteinander verflochten. Vor allem, was die Rolle von Big Money bei den Wahlkampfspenden betrifft. Die Spenden an die Republikanische Partei sind größer als alles, was man je in unserem Land erlebt hat. Was den Enron-Skandal betrifft, er schlägt größere Wellen, als es bei der üblichen politischen Korruption der Fall ist. Und die ist schlimm genug. Der Aufstieg von Enron steht im engen Zusammenhang mit dem politischen Aufstieg der Familie Bush. Die Familie Bush, auch der jetzige Präsident, hat für Enron Lobbyarbeit betrieben. Das Unternehmen war der größte Spender des Vaters und der größte Spender des heutigen Präsidenten. Eine solche Beziehung zwischen einer präsidialen Dynastie und einem Großkonzern hat es in der amerikanischen Geschichte nie zuvor gegeben. George W. Bush ist der Politik, mit der er als Gouverneur in Texas begann, als Präsident treu geblieben. Ich bin gewählt worden, um die Interessen meines Landes zu vertreten. So hatte er nach Amtsantritt in Washington verkündet. Die Öl- und Energieunternehmen werden es gern gehört haben. Ihre Wahlkampfmillionen haben sich längst ausgezahlt. Kommissare Ehrlicher und Kain und das Unvermeidliche. Hier liegt eine tote Frau im Kittel. Einer von euch muss kommen. Ich komme. Sie war noch Jungfrau. Ja, sowas soll es geben. Gefühle sind sehr entscheidend bei einem Mord. Der Tatort. Donnerstag, 21 Uhr. Nach Jahren des Erfolges werden aus den Jägern die Gejagten. Der letzte Teil des U-Boot-Kriegs im Atlantik, Montag, 21.45 Uhr. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Elysée-Vertrag. Hand in Hand wollen Deutschland und Frankreich
die Zukunft ihrer Länder und des erweiterten Europas gestalten. Dazu riefen heute in Versailles Bundeskanzler Schröder und Präsident Chirac auf. Ich begrüße Sie zum Nachtmagazin. Über den Tag in Versailles berichten wir gleich. Vorher einen Blick auf die Parlamentswahl in den Niederlanden. Links oder rechts rum war dort die Frage der Tagespresse. Die Auszählung der Stimmen, die ist bis zuletzt spannend. Die Christdemokraten von Ministerpräsident Balkenende werden offenbar stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten haben seit der letzten Wahl zwar gewaltig aufgeholt, es reicht aber wohl nur zur zweitstärksten Partei. Erleichterung beflügelt den Jubel der niederländischen Christdemokraten. Sie haben es doch geschafft, sich als stärkste Partei zu behaupten. Jan-Peter Balkenende kann weiter regieren. Aber das ist es auch schon. Für die Wunschkoalition mit den Liberalen reicht es bei weitem nicht. Und bis die letzte Stimme ausgezählt ist, kann sich auch das Ergebnis noch verändern. Es ist also das Kopf-an-Kopf-Rennen geblieben, das bis zum Schluss die Frage offen lässt, ob es mit den Niederländern nun politisch links oder rechtsrum weitergeht. Möglicherweise sowohl als auch. Eine Koalition von Christ und Sozialdemokraten liegt nach dem Ergebnis nah, auch wenn sich Balkenende noch nicht festlegen will. Man sieht, dass verschiedene Kombinationen möglich sind. Am Beginn des Abends sah es nach Schwarz-Rot aus. Jetzt geht es auch mit den Liberalen und den Linksliberalen, auch mit der Liste for Turn. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und schon wieder eine weniger. Zwar müsse seine Fraktion das entscheiden, meinte der Vormann der Linksliberalen, Tom de Graaf, aber er könne die Regierungsbeteiligung bei diesem Ergebnis nicht empfehlen, zumal die politischen Unterschiede zu den potenziellen Partnern groß seien. Regierungsbeteiligung oder nicht, die Sozialdemokratische Partei der Arbeit feiert ihre Wiederauferstehung. Bei der letzten Wahl noch fürchterlich abgestraft, konnte sie jetzt die Zahl ihrer Parlamentsmandate fast verdoppeln, dank einer gewaltigen Aufholjagd. Wir wissen noch nicht genau, was dies alles bedeutet, sagt ihr Vormann Wouter Bos. Ich weiß noch nicht mal, wem ich gratulieren soll. Aber der Wähler hat deutlich gesprochen. Es gibt in Holland wieder eine Basis für eine stabile und fortschrittliche Regierung. Die letzten Hochrechnungen des niederländischen Fernsehens bestätigen dies, auch wenn die Regierungsbildung jetzt einige Windungen nehmen mag. Und noch eins, die bei den letzten Wahlen kometengleich emporgeschossenen Rechtspopulisten von Pim Fortuyn haben mehr als zwei Drittel ihrer Sitze verloren. Rolf-Dieter Krause in Den Haag, wie ist denn jetzt um 0.25 Uhr der allerletzte Stand? Ja, die Sitzverteilung im Parlament hat sich gegenüber dieser allerletzten Hochrechnung nicht geändert. Im Moment haben die Spitzenvertreter der Parteien gerade mit dem begonnen, was wir in Deutschland die Berliner Runde nennen würden. Hier ist es also die Haager Runde. Und da haben sich die Moderatoren vergeblich bemüht, dem künftigen wahrscheinlich Ministerpräsidenten Balkenende etwas über die neue Koalition zu entlocken. Wahrscheinlich ist aber in der Tat, dass es zu dieser Koalition aus Christdemokraten und der Sozialdemokratischen Partei der Arbeit kommen wird. Es ist die einzige wirklich stabile Konstellation und die einzige Konstellation, die ein bisschen nach in die Zukunft weisen wird. Wie schätzen Sie das ein? Haben die Wähler wieder Vertrauen in die etablierten Parteien oder haben sie einfach resigniert, weil die Liste Pim Fortuyn keine wirkliche Alternative aufgezeigt hat? Ja, die Wähler haben zumindest begriffen, dass, wenn sie die Politik bestrafen, sie letzten Endes sich selbst bestrafen. Die letzte Regierung mit der Liste Pim Fortuyn hat nun wirklich gezeigt, dass eine Protestpartei noch lange nicht regieren kann. Wohl hat sie die Finger in die Wunden gelegt und die anderen Parteien, die jetzt wieder erstarkt sind, haben auch einiges davon aufgenommen. Sie werden sich um die Gesundheitspolitik kümmern müssen. Da ist hier in Niederlande wirklich eine mittlere Katastrophe im Gang. Hier sterben Menschen, weil sie zu lange auf eine Behandlung in den Krankenhäusern warten müssen. Und auch die Ausländerpolitik, wobei damit die nicht-europäischen Ausländer gemeint sind, wird sicherlich etwas restriktiver werden, als das in den Niederlanden früher der Fall war. Rolf-Dieter Krause, vielen Dank nach Den Haag. Es sei ein bisschen wie eine Klassenfahrt, sagte ein Bundestagsabgeordneter über die Reise des deutschen Parlaments nach Paris. In Wirklichkeit war es natürlich ein hochfestlicher Staatsakt, der da zur Feier des 40. Jahrestages der deutsch-französischen Freundschaft in Versailles begangen wurde, am geschichtsträchtigen Ort, wo 1871 Deutsches Reich reproklamiert worden war und Deutschland nach dem Ende des Ersten Weltkriegs den Versailler Vertrag unterzeichnen musste. Dort feierten beide Länder jetzt gemeinsam. Ausklang im Tête-à-Tête. Schröder und Chirac mit ihren Gattinnen in einem kleinen Pariser Restaurant. Keine besonders exklusive Adresse. Jetzt war es genug der großen Politik und die Fernsehkameras wurden dann auch bald gebeten, den engen Raum zu verlassen. Der Tag hat im Élysée-Palast begonnen.
Chirac hatte beide Regierungsmannschaften zu einer grenzübergreifenden Kabinettssitzung empfangen, ein Novum. Am Ende wurde der 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages zum deutsch-französischen Tag erklärt. Ein richtiger deutsch-französischer Feiertag soll es aber doch nicht werden. Mit geballter politischer Kompetenz wurde eine lange Beschlussliste verabschiedet. Die reicht von der geplanten doppelten Staatsbürgerschaft über ein abgestimmtes Zivil- und Familienrecht bis zu neuen Initiativen im Uni-